willkommen bei einem weiteren Video von Pan Ocean Photo. Mein Name ist Roland Konrad und ich bin reisender Unterwasserfotograf. Heute melde ich mich wieder aus Kanada. Dieses Mal bin ich auf Hornby Island, einem wunderschönen Fleckchen Land inmitten der Smaragdsee vor der Pazifikküste von British Columbia. Auf unserer Seite www.panoceanphoto.com findest du Videos, Informationen und Ratschläge zur ambitionierten und professionellen Unterwasserfotografie. Farben verhalten sich im Wasser so ganz anders als an der Luft. Ich möchte dir erklären, wie du damit umgehst und das Ganze sogar zu deinem Vorteil nutzen kannst. Wer schon einmal mit Maske und Schnorchel einen Blick unter die Wasseroberfläche gewagt hat, dem wird vielleicht aufgefallen sein, dass die bunte Korallenwelt gar nicht so bunt erscheint. Erst wenn man seine Tauchlampe anschaltet, erscheinen mit einem Mal Rot, Gelb und Grün. Dies hat in der Vergangenheit zu durchaus heftigeren Diskussionen geführt, was eigentlich die richtigen Farben auf einer Unterwasserfotografie sind. Die Korallen erscheinen eben nicht immer rot, sondern eher grau oder bläulich. Also nur noch blaugraue Bilder? Das wäre zwar in gewisser Weise authentisch, aber mal ganz ehrlich, kein Mensch will das sehen. Die allermeisten Bildbetrachter wollen das, was sie sehen, zumindest in bestimmten Maßen mit seiner Erfahrungswelt im Einklang wissen. Und unsere visuelle Welt ist nun einmal bunt und scharf. Das Prinzip, das diesem Phänomen des Farbverlustes zugrunde liegt, nennt sich Extinktion, also Auslöschung. Mit zunehmender Strecke, die das Licht durch das Wasser zurückliegt, verliert es an Farbigkeit und Intensität. Oder, um es physikalisch etwas genauer auszudrücken, elektromagnetische Wellen schwächen sich beim Durchlaufen eines Mediums ab, und zwar abhängig von der Art des Mediums und von ihrer eigenen Wellenlänge. Im optischen Medium Wasser ist der Extinktionskoeffizient höher als im optischen Medium Luft. Das heißt, die Abschwächung geschieht deutlich schneller. Die Extinktion ist aber wie gesagt abhängig von der Wellenlänge. Deshalb werden im Weißlicht die farbigen Anteile unterschiedlich schnell schwächer. Die kurzwelligen Farben gehen schneller verloren als die langwelligen. Bereits nach ca. 5 Metern verliert das Licht seinen sichtbaren Rotanteil, gefolgt von Orange bei 11 Metern, Gelb bei 18 und bei 25 Metern sind auch keine Grünanteile mehr zu sehen. Wobei die Abnahme ganz kontinuierlich verläuft. Auf 15 Metern zum Beispiel sind Rot- und Orangetöne nicht mehr sichtbar. Aber selbstverständlich ist auch der Grünanteil bereits deutlich reduziert und auch die Blautöne sind nicht mehr wirklich strahlend. Da die Extinktion in der Unterwasserfotografie eine so bedeutsame Rolle spielt, lohnt sich eine etwas detailliertere Betrachtung. Denn, und hier wird häufig ein gedanklicher Fehler gemacht, für den Farb- und Intensitätsverlust ist nicht die Tiefe an sich verantwortlich. Es geht um die Distanz, die das Licht durch das Wasser wandert. Die Richtung spielt dabei keine Rolle. Es macht keinen Unterschied, ob es horizontal oder vertikal verläuft. Von oben nach unten oder von unten nach oben. Frage: Wie kann ich die Farben wieder zurück ins Bild bekommen? Denn das Ziel ist es in vielen Fällen, die Illusion zu erzeugen, dass die Welt unter Wasser genauso bunt und hell ist wie die über Wasser. Dies ist aber wie gesagt vor allem eines, eine Wunschvorstellung, eine Illusion. Und die müssen wir erzeugen. Sobald wir eine Lichtquelle nahe genug an unser Motiv bringen, ist das komplette Farbspektrum wieder sichtbar. Aber Vorsicht, kleine Fangfrage. Welche Strecke liegt das Blitzlicht durch das Wasser wirklich zurück, wenn das Motiv, sagen wir einmal, 3 Meter weit weg ist? Okay, von unserem Blitz zum Motiv sind es 3 Meter. Von diesem wird es aber zurückgeworfen durch unser Objektiv auf den Lichtsensor. Das bedeutet, wenn ich mich mit meiner Kamera und Blitz 3 Meter von meinem Motiv entferne, beträgt die Lichtdistanz 6 Meter. Was also tun? Die Distanz zwischen Lichtquelle, Motiv und Kamera möglichst gering halten. Oder kurz und knackig ausgedrückt, näher ran. Dabei spielt es physikalisch gesehen keine Rolle, ob ich nur meine Lichtquelle näher an das Motiv bringe oder nur die Kamera. Oder beides. Es zählt immer der gesamte Lichtweg. Ich kann also meine Lichtquelle näher an das Motiv bringen, indem ich zum Beispiel meine Lampe näher an das Motiv positioniere.
Oder ich gehe mit meiner Kamera näher an das Motiv heran. Oder aber mit Kamera und Lichtquelle möglichst nah an mein Motiv. Oder ich verkürze die Distanz zwischen der natürlichen Lichtquelle und Motiv. Sprich, ich suche mir Motive, die näher an der Oberfläche sind. Eine weitere Möglichkeit, die wir haben, ist der Einsatz von Farbfiltern. Diese werden vor Objektiv oder Port montiert. Mit ihnen geben wir dem Licht den Farbanteil wieder zurück, den es durch die Extension verloren hat. Zumindest möchten wir das. Aber du wirst es dir bereits denken. Wir bräuchten theoretisch für jede Tiefe einen speziellen Filter. Denn der Farbanteil, den das Wasser aus dem Weißlicht herausfiltert, verändert sich kontinuierlich. In der Praxis läuft das natürlich etwas anders ab. Ab ca. 5 bis 7 Meter setzt man einen Rotfilter vor. Und dann, ganz wichtig, muss man mit dem Weißabgleich der Kamera oder der Bildbearbeitungssoftware arbeiten. Filterfotografie ist aber ein komplexer Themenbereich, den ich in einem anderen Video ausführlicher bespreche. Bis jetzt hört es sich an, als wäre die Extinktion ein einziges großes Problem. Ganz so ist es aber nicht. Sie lässt sich auch dazu nutzen, mit Farbigkeit in deinen Aufnahmen zu spielen. Das möchte ich einmal an einigen Beispielen zeigen. Zum einen können wir den Farbverlauf von neutralweiß über aquamarine Töne sehr schön dazu benutzen, um den Eindruck von räumlicher Tiefe in einem Bild entsprechend zu gestalten. Diese Aufnahme von einem Rochen ist im Flachwasserbereich ohne Blitz und ohne Filter entstanden. Die Tiefe des Wassers ist an allen Stellen gleich. Oder anders ausgedrückt, meine natürliche Lichtquelle, sprich die von der Sonne angeleuchtete Wasseroberfläche, hatte immer den gleichen Abstand zum Sandboden. Das Licht musste aber unterschiedlich weit durch das Wasser wandern, um auf meinen Sensor zu treffen. Deshalb ist es im vorderen Bereich sandfarben und hell, im hinteren jedoch erst türkis und dann dunkelblau. Zum Vergleich habe ich dieselbe Aufnahme in schwarz-weiß umgewandelt. Ich denke, du stimmst mir zu, dass die räumliche Wirkung eine ganz andere ist. Wir können die Extinktion aber auch zur Freistellung eines Motives nutzen. Hier einmal ein Beispiel aus dem kanadischen Grünwasser. Dadurch, dass ich meine künstliche Lichtquelle gebündelt auf mein Motiv ausgerichtet habe, erscheint nur dieses in rötlichen Farben. Der Rest des Bildes ist im vorherrschenden Smaragdgrün. Trotzdem bleiben die Details des Hintergrundes sichtbar. Das Freistellen durch Farbigkeit klappt natürlich auch im Blauwasser. Besonders schön ist es, wenn die Motive wie hier in einer Komplementärfarbe zum Hintergrund erscheinen. Gar nicht so selten kommt es auch vor, dass die Extinktion das einzige Stilmittel ist, das wir einsetzen können, um noch zu verdeutlichen, dass wir uns unter Wasser befinden. Nehmen wir diese Wrackinnenaufnahme. Selbst ohne die beiden Fische würdest du immer noch wissen, dass dies kein LKW auf einem beliebigen Schrottplatz ist. Das Blau im Hintergrund und vor allem die aquamarinen Farbverläufe an der Seite verraten dir, dass wir uns im Inneren eines Wracks befinden. Besonders achte ich auf die Extinktion in der Höhlenfotografie. Hier haben wir häufig das Problem, dass die Gesteinsformationen an sich zwar wunderschön, aber recht häufig auch recht farblos sind. Auf dieser Aufnahme hätten wir gräulich-weiße Tropfsteine vor einer gräulich-weißen Wand. Dadurch, dass die Höhle aber mit Wasser gefüllt ist, erhalten wir mit einmal eine Farbigkeit, die wir sonst nicht hätten. Du siehst also, optische Phänomene wie die Extinktion mögen für Anfang vielleicht Probleme bereiten. Sie bieten aber auch unendliche Möglichkeiten. Mit etwas Kreativität lässt sich so manches interessante Bild gestalten. Viele weitere interessante Themen der Unterwasserfotografie findest du bei uns auf der Seite www.panoceanphoto.com. Dort kannst du auch unseren Newsletter abonnieren. Und du kannst die Kommentarfunktion nutzen, um uns Fragen zu stellen oder dir weitere Themen wünschen.